Ich habe es irgendwie drauf, jedes Mal meine Leben komplett in den Abgrund zu versenken, wenn ein Part enden soll. Ach du Scheiße! Wer schuldet da? Lass mich doch mal in Ruhe. Ey, stirbst du mal? Wer shootet? Du shootest du, okay? Alter, mein Ring. Mein Ring, meine Eier. Okay. Jetzt mal die Frage, wo geht's lang? Ich glaube, da oben geht's lang. Nee, da gibt's so ein Schild zu gewinnen. Oh mein Gott. Ey, was? Hier shootet noch einer. Na gut. Die Shooter werden wir das fürchten lernen. Aber wer shootet hier genauso? Und? Ey. Nein. Der hat mich schon runtergeholt. Der Sack. Dieser Sack, Alter. Das ist so ein hässlicher Sack, Alter. Ey. Noch hässlicher geht's kaum. Und ja, ihr seht schon hier die paar Elemente in diesem Spiel, die es so besonders machen. Man muss jetzt hier wirklich oben bleiben. Ich würde sagen... Einfach ruhig bleiben. Oh Gott! Der Typ hier! Der hat ja vor mich abgesehen, ne? Der Typ ist, der steht sowas von auf mich, das habe ich jetzt schon festgestellt. Aber wo kriegt mein Leben her eigentlich? Das ist mal eine gute Frage, ne? Ne, kriegen wir es näher. Aber kriegen wir dich her, ne? Naja, soll ich mit dem Form aufpassen hier. Ich meine, am Ende. Au! Wir hatten jetzt den Schuss abgefeuert. Ey. Wieso wäre ich von allen angegriffen? Ich verstehe es nicht. Ich meine, was tue ich denn Schlimmes? Nur ein paar ihrer Kollegen umbringen? Deswegen kreuz mich zusammen, das ist da auch nicht das Wahre, ne? Yo, ach, da müssen wir hin, ne? Da müssen wir hin. Kommen wir mal wieder hoch. Hallo, ich bin wieder hoch. Oh Mann, wo geht's denn da hoch? Ich laufe jetzt nicht den ganzen Weg zurück, oder? Ey, das ist doch... That's Bullshit. Ja gut, sind alle tot, aber trotzdem. Das ist doch Bullshit. Dum, da, 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 dum. Okay, wenn es hier unten ist. Oh, meine Fresse. Ja, man muss hier ganz schön auf... Ach du Scheiße! Der hat mich töten können. Der hat mich sowas von töten können. Na gut. Jetzt habe ich ihn getötet, ne? Aber der ist auch noch da jetzt. Der schwebt so richtig so assier. Noch assihafter geht's ja fast kaum. Ist das jetzt so assi? Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich habe dem Spiel jetzt nichts getan oder so. Na gut. Wann habe ich im Spiel mal so was getan, ne? Das ist so echt geil. Jump'n'Run hier, Alter. Das macht Fun. Und... Oh, Mann, bin ich gut. Der Sprung war so genial, ey. Na gut, eher meine Jump'n'Run-Skills waren genial. Ey, komm her, Ring. Ich muss aufpassen, da shootet einer. Und? Nee, da kommen wir hoher, wenn wir abstürzen, okay. Also muss ich jetzt wieder höllisch aufpassen, was ich hier tue, ne? Ja. Leute. Ich bin der Glitch, ne? I have glitched this awesome game. Because I have... Keine Ahnung. Skill? Mein Gott, meine... Weil, keine Ahnung. Ach du Kacke, nein! Ich hasse diese Acrobos. Die können einen töten. Na gut. Man ist echt mal was Neues. Man töten sie gar keine. Aber hey, wir haben es selber geschafft. Wir haben kein Leben zu bekommen, aber hey, wir haben nur noch unsere drei Continues, ne? Wir sind versichert. Wir sind definitiv versichert, ne? Wenn das Continue aufgebraucht werden muss, dann brauchen wir es auch auf. Weintreffer habe ich eigentlich fast gar nicht, wenn ich wieder drei Leben haben will. Fick dich. Ich werde es trotzdem jetzt brauchen. Einmal. Da 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 da. Ich finde die Musik so geil.
Wo kommen die eigentlich her? Ja. Au. Das war fail. Genau. Ich war zu langsam. That was my really problem, ne? Genau. Oh Gott. Oh Gott. Das ist doch... Das ist ja Bullshit. Ich hasse diesen Kampf. Nee, wir bleiben ruhig lieber. Wir machen lieber nichts Unüberlegtes. Sondern spielen einfach auf Vorsicht, ne? Ich glaube, das wäre die beste Taktik. Weil dann riskiere ich die mein Leben. Und kann ihn trotzdem töten. Aha. Ich glaube, Vorsicht spielen ist ja fast sogar angesagt. Ah! Der lebt immer noch. Warum auch immer er noch lebt. Ich kapier's nicht. Er kommt runter. Oh mein Gott. Der Ball, wer ist sie? Oh, da ist der Ball, ne? Genau, jetzt kommt er zurück. Und stirbt. Yes! So, wir haben den Bosskampf von Zone 5 abgeschlossen. Das Spiel neigt sich dem Ende zu. Na gut, jetzt hätte ich bestimmt herausgefunden am Thumbnail, am Titel, dass das EP jetzt heute enden wird. Es ist ja auch ein Kurzprojekt. Das war ja auch klar gewesen, dass es so lang gehen wird. Kurzprojekte gehen doch nie meistens sehr lange. Ich meine, man geht in Kurzprojekte mal lange, ne? Jetzt kommt das Problem. Ja, und das wird jetzt ganz gemein enden. Ich sehe jetzt schon hier, dass jetzt Money kommt, die uns jetzt hier einengt. Und oh Gott. Optimal ist, wenn wir die zerstören. Weil dann gewinnen wir auch. Ich glaube, wir haben es jetzt gewonnen, oder? Wir müssen jetzt eigentlich am Ziel sein. Yes. Zone 6. Jetzt suchen wir sein Schild auch so. Ich bin natürlich für mein Lieblingsschild Elektro-Schild. Im Übrigen, wo kommt Musik eigentlich her? Das hast du bis heute noch nie herausgefunden, ne? Und ja, das kennen wir wahrscheinlich noch aus dem Intro hier. Bam, bam, badabam, badabam, badab, da. Oh mein Gott! Im Übrigen, die Mäuse sind hier unkontrollierbarer als im Original. Nur mal so zur Erwähnung. Genau deswegen, das Spiel ist so gemein. Ihr müsst sie töten, noch bevor ihr das Ding benutzt, weil ansonsten, ja, werdet ihr getroffen. Ihr habt ja gerade gesehen, was mit mir geschehen ist, nicht wahr? Das wird jetzt... Genau deswegen, das hasse ich an der Stelle, ne? Da. Genau. Jetzt schön runter, ganz vorsichtig. Na gut, das Vieh ist down, aber trotzdem. Genau deswegen. Ich hasse es. Ich hasse das Vieh, ne? Ja, wo kommst du auf einmal her? Plötzlich so hier, wolltest du mich von hinten, von unten nehmen oder was? Ich wusste nicht, dass hier. Das ist schon Munition. Nee, wir wollen hier backen. Wir haben keine Lust zu backen. Da habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust. Habt ihr Lust drauf zu backen? Also nicht, dass ich wüsste, dass ich Lust drauf hätte, jetzt noch mal ein paar Bugs mitzuerleben. Ja. Genau, der Schalter ist on. Oh, da. Na, hat nicht geklappt. Hätte mich auch gewundert, wenn das funktioniert hätte, ne? Aber ich werde mein Schild garantiert jetzt verlieren, sag ich euch. So oder so, ne? Ich habe das Schild verloren. Auf die tragischste Art und Weise. Und ich werde wahrscheinlich gleich meine Ringe noch verlieren. Wenn ich nicht aufpasse, wird es mir nämlich gleich so ergehen, ne?
Nein. Okay. Oh Gott. Das ist doch gemein, Alter. Das ist doch Horror hier. Na gut. Willkommen in der Final Zone, ne? Dann ist das kein Horror. Ich glaube, wir müssen runter sogar, oder? Wir müssen runter. Ah! Feuer! Nein! Ich will das nicht. Ich will das alles ganz und gar nicht, ne? Erzähl da bloß keinem, dass ich das überhaupt nicht will. Oh Gott. Ja, ich dachte schon gerade, das Spiel hat keinen Bock. Ey, da war eine Bombe? Und genau deswegen sollte man auf die Umgebung achten. Denn überall sind Fallen, wie Bomben, ne? Das ist wahrscheinlich gefährlichste eher an diesem Level, ey. Ohne Witz. Neben den Mäusen. Ja, Alter, wisst ihr, wie die abgehen? Habt ihr jetzt gerade mal die Mäuse gesehen? Also, ich habe keine abgehenden Gegner gesehen. Da! Seht ihr? Die gehen ab. Die gehen einfach nur ab, ne? Komm her, Maus. Komm her. Ich habe Angst vor dem Vieh. Das ist mein Problem. Das ist mein großes Scheißproblem. Und ja, irgendwie dauert das ziemlich lange, bis der anfängt. Hier, oh mein Gott. Sonic, willst du mich töten? Na gut, der Gute will das wahrscheinlich sogar. Würde ich ihm sogar nicht verübeln. Also von daher, ich meine, bei meinem Skill kann man es ihm nicht mehr als verübeln, dass er das wirklich vorhat. Dass er mich ernsthaft loswerden will. Aber wir wollen es nicht, wir hauen es einfach hier ab. Da. Ey, kommst du her? Danke. So, die Maus ist schon mal Geschichte. Ja, backen wollen wir jetzt eigentlich nicht schon wieder, aber na gut, Spiel, wenn du mit meinst, backen zu wollen. Ja, gut, dass da unten jetzt hier kein Abgrund wäre. Ansonsten wäre ich jetzt ganz beleidigt hier. Aber sowas von. Das ist eine Bombe, ne? Tja, Bombe, netter Versuch. Doch dein Plan ist gescheitert. Du konntest mich nicht aufhalten. Und dann wird die Maus mein letztes Grab sein, ne? Das wäre so lächerlich, Alter. Das wäre so lächerlich. Wenn ich an einer Bombe sterben würde, ne? Oder besser an einer Maus, ey. Wobei, wenn an einer Maus zu sterben, ich glaube, das wäre das, keine Ahnung, erniedrigendste, was ich jemals mitgemacht hätte. Da. Oh Gott, ey. Dass ich jetzt keinen Schaden gefressen habe, das war jetzt ein bisschen Weltwunder. Nee, wir gehen da nicht da durchbacken. Ja, ist die Frage. Oh, wir haben einfach hochgezogen. Ey, das war jetzt so dumm. Ey, ohne Witz, das war jetzt dumm. Wir haben die Maus zwar erledigt, aber trotzdem. Ich habe Angst, dass jetzt noch was kommt. Ich meine, wir sind zwar jetzt hier im letzten Abschnitt des Levels, aber trotzdem. Genau, das ist die Sprungfeder. Wir haben zu wenig Schwung. Jetzt haben wir es genug gehabt. Oh Gott. Ich hasse diese Zone. Ich hasse sie. Und ja, dass die Wolken sich nicht bewegen, ist, glaube ich, der größte Vorteil in dem Spiel. Denn da so siehst du wenigstens, was passiert, ne? Oh, wir haben es geschafft, Leute. Der feine Boss erwartet uns. Und ich glaube, es wird mein größter Vergnügen. Ich habe Angst vor dem Boss. Ich finde ihn so scheiße schwer. So scheiße brutal. Das ist der absolute Abfuck eigentlich hier. Aber werde ich auch gleich sehen. Passt genau auf, Leute. Müssen wir genau auf. Ah, der gelbe Boss. Ich habe den jetzt. Genau deswegen. Ihr müsst rauskriegen, welcher von denen sich losbewegt. Den müsst ihr dann töten, ne? Zum Beispiel hat hier der Gelbe jetzt bewegt. Jetzt bewegt der Rote. Genau. Der Grüne macht einen Abflug. Beide auch noch. Genau.
Ich weiß, dass immer bei zwei einen Abflug machen, ne? Unfaire Scheiße, Alter. Unfaire Scheiße machen, konnte ich nur reinhauen. Da hab ich wenigstens wieder drei Leben. Da hab ich wenigstens wieder drei Leben, ne? Die werde ich mir jetzt nehmen, ne? Die Leben. Fick dich doch ins Knie! Warum immer der? Gib mir doch den Game! Der Gelbe. Und dann kommt der Rote, ne? Hier eine perfekte Runde zu machen, das ist doch fast unmöglich, ne? Nein, deswegen ist jetzt auch was, muss wer jetzt erst kommen, ne? Der Blaue hat sich zuerst gemeldet. Hallo? Ich hab den umgebracht. Der Nächste, bitte. Wer will? Wer will? Wer hat noch nicht? Jo. Keiner von euch will? Hallo. Ba, 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 bam. Oh mein Gott. Was, wollt ihr mal kämpfen? Ja. Ey, ich hab den nicht mal berührt. Und ich zähl schon als Treffer, ne? Der Trug am Spieler hier. Der Nächste. Oh mein Gott. Der Liane. Zweimal sind down. Wer will als Nächstes? Du willst. Ey, bei dir kommt der kleine Rote, ne? Ich bin vorsichtig. Ich weiß nicht, wer als Erstes sich bewegt. Wer bewegt hat, wer sich bewegt hat, verloren. Oh! Chaos! Lass mich! Der wird aggressiv auf mich. Ich merke es schon. Im Übrigen, wir haben hier Continuous, weil ich das Spiel jetzt mal resette. Und wenn ich Spiel neu starte, habe ich dieselben Zahlen wie vorher. Bevor ich gestorben bin, ne? Oh Gott, der Rote, das war so unfair. Der Blaue. Ey, ich bin drüber gehoppt! Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich werde verarscht vom Spiel. Das merkt man doch, oder? Ich werde getrollt. Leute, wer jetzt behauptet, ich kann's besser, ich bin besser als du. Spielt das Spiel selber, nehmt das auf und dann können wir gern darüber sprechen, ob ihr besser als ich. Ah. Ja genau, schick mir grün Orange dann nebeneinander, ne? Fick dich doch ins Knie, ne? Leck mich doch am Arsch. Ihr merkt, ich bin ganz ruhig, ne? Ihr merkt es schon. Ach du Kacke. Gelb. Und. Orange will fighten. Das Problem ist, Chaos ist hier. Der hört auf. Ey, ohne Witz, das war schon die blöde. Links war Chaos, rechts war grün. Was soll ich machen? Tanzen oder was? Na gut, tanzen wäre, glaube ich, immer eine ganz kleine bescheuerte Idee, ne? Oh Gott. Wo ist tot? Ist doch blau umgebracht. Ah, die eine Seite ist down, ne? Wer will? Orange. Es sind noch zwei übrig. Mal gucken, wenn sie aktiv werden. Ich warte. Hallo, werdet ihr mal aktiv? Ich werde warten, ne? Ihr werdet, dass ihr mich hier reinlegen wollt, ne? Nur es bringt euch nichts, mich zu verarschen. Denn wenn ihr mich verarschen wollt, habt ihr euch den Falschen ausgeholt. Ach du Kacke! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Weil das Problem ist, der Randomizer ist mit. Ah! Eigentlich hätten wir jetzt gewonnen. Eigentlich hätten wir jetzt gewonnen! Jetzt hätten wir eigentlich gewinnen müssen! Der hat mich denn hier abgeschossen! Oder berührt oder whatever! Was immer er getan hätte. Ach du Gottes Scheiße. Ich hasse den Bossfight. Wisst ihr das? Na gut. Jetzt euch was Neues, ne? Nee. Eigentlich nicht. Der Nächste. Ja, du kommst ja auch gleich so einfach eingeschlittert, du lilaner Arsch. Du Arschloch.
Du bringst mich jedes Mal ins Grab, ne? Ich werde bald cutten, ohne Witz. Jetzt habe ich es auch mal machen müssen, ne? Ich hatte keine Wahl. Ich saß in der Falle. Ich saß sowas von in der Falle, Alter. Oh. Na genau. Da kommt Chaos und da kommen Orange und Grün, ne? Ey, fickt euch doch. Wenn das jetzt nichts wird, dann cutte ich. Dann cutte ich sowas von so hart, dass es für euch schon viel zu hart geworden ist, ne? Dann werde ich noch das Ende zeigen. Dieses mehr als epischen Bossfight zwischen mir und Chaos, der wahrscheinlich... Ja gut, ich bin eigentlich auch Chaos. Ey! So reingeschlittert, so richtig so in so super duper Style, ne? So mag ich's doch. Na komm. Genau, umgebracht, so. Ich hätte... Warum bist du nie abgebremst? Alter, warum... Warum hatte... Der Dicke... Das war so eine Falle, ey. Das war in die Falle gelockt. Das war in die Falle gelockt mit Misshandlung obendrauf. Ey! Habt ihr es gesehen? Das war Misshandlung höchster Klasse. Ich stell so da, weil du warst und der so von unten... ich stehe auf dich, ne? Oh, Lila kommt. Wie geil, ne? Ich weiß nie, wer kommt, ne? Ich weiß nie, wo der sich immer rumtreibt, der Arsch, ne? Ah! Wer aber das nächste ist aktiv? Gelb, ne? Der, das war klar! Der kommt genau in der Sekunde! Das ist so unfair, Alter! Alter, wie der abgeht hier! Einfach nur gemein. Wer kommt als nächstes zum Angriff? Der schwebt ja nur so umher. Aber um den zu besiegen, müssen wir alle Emerald zerstören. Ich weiß nicht, wer mich als erstes angreift. Da, da, du. Hey, blau. Wo ist Chaos? Na gut, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, ne? Wo der jetzt ist. Da ist er, ne? Der kleine Bastard. Wer ist der Nächste? Hallo, ich will kämpfen. Oh mein Gott. Ich bin jetzt, wenn der Letzte ums den Letzten geht, dann dreht er ab. Das sag ich euch. Oh. Er wird aktiv. Er wird leider richtig aktiv, das sag ich euch. Genau jetzt. Wenn der jetzt aufwacht, dann geht die Party los. Dann beginnt die wahre Party. Dann müssen wir den zum Master Emerald locken. Komm, wach auf. Ich will kämpfen. Na? Hast du... Pennt der Sack? Ne, das war ganz im Ernst. Was macht der da? Kommt der... Ah! Ich würde ja gerne zu Ende bringen, aber der kommt einfach nie aus der Putte. What the hell? Jetzt kommt er aus der Putte. Wenn der Track aktiv wird. Jetzt kommt Master Emerald. Rette mich! Rette mich, Master Emerald! Yes, er ist down! Er ist endlich down. Chaos ist besiegt. Ich muss nicht mein einziges Mal cutten und das Offscreen machen. Heute nicht. Ich habe ja nur mal kurz die Wartezeit weggecuttet, ne? Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben das Spiel geschafft. Innerhalb von einer Stunde. Und die Welt ist gerettet. Beziehungsweise Age Island ist gerettet, ne? War doch genial, nicht wahr? Jetzt kommt die geile Credits-Musik und ich muss sagen... Es lief scheiße beim Final Boss Fight, das ist klar, das ist eh Betrug, es fuck, aber ich muss das erste Mal nicht offscreen den Boss Fight machen und es nur das Ende zeigen, ne? Ich muss das erste Mal nicht machen, das ist so geil, ich kann es als Erfolg verbuchen, ne? Thanks to Danny Russell. Auf jeden Fall, das war's mit Sonic Chaos Revolution, dem kleinen Kurzprojekt von mir.
ob ich vielleicht auch nochmal Sonic Chaos Strikes Again nochmal neu mache. Hier habe ich garantiert machen, aber vielleicht noch nicht so schnell. Mal gucken. Also habe ich noch das originale Sonic Chaos. Dazu gibt es auch ein Fangames, es gibt noch andere Fangames von Magic Craft X Games. Aber mal gucken. Hey, das Sonic Chaos könnte ich auch mal echt mal bringen, das wollte ich eigentlich auch mal zeigen. Aber Sonic Chaos Strikes Again, das ist das höllischste Spiel, was ich jemals gesehen habe. Also, ich muss mir nochmal angucken, wie das geht, bevor ich das nochmal aufnehme, weil ernsthaft, das Play dazu ist schon Jahre her. Ich habe es erste Mal durchgespielt gehabt. Und es war der brutalste Kampf, den ich hatte dort, also mit dem Bossfight. Special thanks to, ja, wem wollte ich danken? Mein Vater für seine geniale Idee. Oh, sein Vater hat ihm die Idee gegeben. Ja, hast einen epischen Vater, ne? Auf jeden Fall, wie fandet ihr dieses... Ja, die Seite gibt es ja nicht mehr und ja. Wie fandet ihr das Let's Play? Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Und... Ja, einmal Kontrollen, ne?